Der DAX feiert sich und seine Allzeithochs tatsächlich. Nicht nur auf Schlusskursbasis hatte er es jetzt geschafft, mal ein neues Allzeithoch zu reißen, beziehungsweise erstmal eins zu kreieren. Nein, er reißt es jetzt sogar intraday-mäßig zum aktuellen Zeitpunkt. Ihr seht das hier im Index 13.990. Da pingt er sich gerade ein. Ihr seht das, das ist schon mehr oder weniger das Level die ganze Zeit. Und in diesem Moment dieses Videos ist der Markt dann nochmal wieder drüber gelaufen. Überhaupt keine negative Stimmung aktuell zu erkennen, obwohl wir eigentlich ja, manch einer würde das vermuten, zumindest mal gute Gründe hätten, dass es Risiken gibt hier, nachdem wir in Amerika ja doch da das ein oder andere sehr eigenartige Bild zumindest mal bekommen haben und viele ja schon sagen, so schlimm war es seit 1860 nicht mehr. Wir erinnern uns ja noch alle an die damalige Zeit. Naja, Gott sei Dank nicht persönlich. Aber es ist schon sehr eigenartig, was wir da sehen. Viele sagen, das ist doch eigentlich ganz gut, wenn jetzt dann das auch in Georgia bestätigt wurde. Ab jetzt können die Demokraten tatsächlich durchregieren und damit mehr Geld in den Markt strömen. Aber so eindeutig ist das nicht unbedingt. Denn auf der anderen Seite stehen zwei gefährliche Situationen dem gegenüber, nämlich die mögliche Steuererhöhung auf der einen Seite, aber eben auch der angedrohte Zerschlagungsfall, sagen wir mal, großer Internetkonzerne. Amazon steht auf dem Plan, Google bzw. Alphabet steht auf dem Plan, Apple, Facebook, das sind alles so Titel, die darunter eventuell leiden können. Das ist nicht gesagt, aber können. Vielleicht ist das auch der Grund, warum der Nasdaq im Moment der Markt ist, der am wenigsten attraktiv ist, zumindest mal am wenigsten Vortrieb hat. Guckt es euch mal an, wie das hier aussieht, gerade auch mal Intraday hier im Stundenchart, dann sehen wir schon, dass wir hier seit dem letzten Hoch Anfang Januar jetzt hier am Vormittag noch diesen Montag nicht wirklich mehr was reißen konnten. Der Markt immer noch unten ist, auch wenn er sich jetzt wieder erholt. Wenn wir das mal vergleichen, der S&P, also der Markt, der breite Markt sozusagen, der hat sich ja da nach oben gewunden und auch der Dow Jones ist weiter auf dem Weg nach oben. Über das Bild, na, ich habe da so meine Meinung, aber was nützt es, wenn ich eine Meinung habe? Ich finde, dass dieses, was wir hier als Anstieg sehen, alles schon ziemlich müde aussieht. Also hier sehen wir ganz klar, dass der Markt hier Überschneidungen, Kursüberlappungen hat. Wir können mal gucken, hier muss man schon genau hingucken beim Future. Da sehen wir aber auch, da ist eine Überschneidung. Also wir sehen, dass regelmäßig diese Rücksetzer in den Bereich, in die Zone der alten Rücksetzer noch mal reinfallen. Das ist eigentlich nicht das Tolle. Wir haben das im Übergeordneten schon länger. Ihr wisst, ich rede ja immer wieder über diese Ending-Situation. Ich weiß nicht, ich finde, vielleicht überdramatisiere ich das, aber besonders toll ist es nicht. Aber soll man deshalb nicht mehr auf die Long-Seite gehen? Schon, warum nicht auch? Aber dann, wenn es geht, auf einer kleineren Ebene eben seine Einstiege suchen, zum Beispiel im Stundenchart, vielleicht auch im 15-Minuten-Chart. Solange die Dynamiken nach oben gehen, ist ja alles in Ordnung, bin ich der Letzte, der dafür spricht. Solange der Schub hochgeht und es wackelig runtergeht beispielsweise, ist da überhaupt nichts gegen auszusetzen. Wir sehen das hier sogar im Kleinen ebenfalls nochmal. Aber wir müssen damit rechnen, dass das so ein bisschen, ja, vielleicht das Ende der Bewegung ist. Ich sage das schon ganz lange und da kann man eigentlich dann sagen, aber funktioniert ja nicht, der Markt steigt ja weiter. Deshalb, wenn ihr das auf einer Zeitebene seht, nicht notwendigerweise dann auf die Short-Seite wechseln. Bleibt auf der Long-Seite, aber wenn ihr schon Long seid, zieht die Stops hinterher. Dafür gibt es ja verschiedene Mechanismen. Zum Beispiel irgendein Trailing-Stop gemäß Supertrend oder Parabolik beispielsweise. Je nachdem, auf welcher Zeitebene ihr unterwegs seid. Also solange eine Bewegung läuft, einfach mal sagen, okay, eine laufende Bewegung zieht man hinterher. Aber wenn er dann die Lust verliert, hier sieht man das auch so ein bisschen, das ist häufig halt am Ende, dann ist da gut, wenn man in der Nähe ist dieser Situation und kann dann gegebenenfalls eine neue Position wieder aufmachen. Also das mal als Idee ganz grob dazu. Ich habe sogar eine relativ konkrete Idee beim Goldkurs, aber da will ich das Video jetzt hier an dieser Stelle nicht lang in die Länge ziehen. Deshalb meine Idee, mein Hinweis, mal gucken, ob das noch was wird, was ich hier im Petto habe. Damit ihr es nicht verpasst, meldet euch an bei Born for Trading. Es ist kostenfrei hier jetzt einfach über den Link da unten unter dem Video sich anzumelden und aber auch gerne beim Trade des Tages, denn da stellen wir immer wieder Situationen vor, die wir tradenswert finden und geben das mit unseren ganz konkreten Ein- und Ausstiegssignalen da bekannt. Damit ihr es nicht verpasst, damit ihr rechtzeitig informiert werdet, meldet euch an und dann seht ihr vielleicht,
wo wir was wie machen. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße, viel Erfolg an den Märkten und bis zum nächsten Mal.